Bezirksklasse D Idora. Rundenspiel am heutigen Donnerstag, 4.4.2024 im vorderen Parkreuth für Schwabach der Paraspieler Jakob Lindner. Und für den Zweiten mit M und Asbach. Ich glaube, die dritte Mannschaft ist das. Matthias Kett. Wir haben mit dem Partner, den man kurz im Hintergrund sieht, mit Lorenz Bücher, das Double gewonnen. 3:1, allerdings hat man da schon gesehen, dass natürlich das ein ziemliches Handicap ist. Die Beinarbeit geht nicht ganz so, wie wir uns das wünschen würden. Bei Jakob Lindner. Aber Technik, wie man eben gesehen hat, an diese Rückhand hat er durchaus. Aber ich kenne das ja von mir. Seitdem ich an beiden Knien operiert wurde. Es nützt dir nichts, wenn du nicht richtig zum Ball stehst. Und im Doppel ist es dann den C für HLM lang ganz gut gelungen. Ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt realisiert haben. Die Bälle so zu platzieren. Dass Lindner überdurchschnittlich viele Fehler gemacht hat, sogar im Block, hat sehr viele Bälle über den Tisch gespielt, weil er einfach nicht optimal stand und dadurch verunsichert wurde. Das ist jetzt meine Analyse, vielleicht sieht er es anders oder manchmal auch. Deutliche 6:2 Führung hier. Also die Beinarbeit im Einzel besser, weil er da ja erstens frühzeitig antizipieren kann. Und sich zweitens nicht mit seinem Doppelpartner arrangieren muss. Sechs. So, obwohl ich bei ihm in der Mannschaft spiele, bei Matthias Kett und im Verein, habe ich keinerlei Erinnerung, ihn jemals spielen gesehen zu haben. Sehe eigentlich jetzt das, was ich im Doppel kaum gesehen habe, nämlich dass er offensichtlich mit der Rückhand Material spielt. Da hat es ein bisschen gedauert, bis er da das Gefühl dafür bekommen hat. Deswegen erstmal 6:2 Führung. Für den Schwabacher, TV 48 Schwabach, die Jahnhalle hier. Aber dann ein langgezogener Endspurt. Um 6:2. Zu 10:6. 9 Punkte in Serie. Und beim 10. etwas Glück. Zu
auf dem Nebentisch sieht es nicht ganz so gut aus. Da ging der erste Satz. An den Schwarzen. Und Satz 2 hier an diesem Tisch auf dem nächsten Video googeln. Lindner gegen Cat 2024 04:04.